Uns fehlt nur noch eine einzige Goldmünze. Sobald wir sie haben, können wir endlich in das Schloss reingehen und Wario bekämpfen. So, die Turtle-Zone ist die letzte Zone. Und wir werden erstmal verschlungen von der Schildkröte. Okay, da sind wir, Leute. Diese Zone hat 3 Level plus einen Geheimlevel. Fangen wir doch mal gleich an. Okay. Oh, hier im Wasser. Eine Runde schwimmen. Das tut dem Mario auch gut. Eine kleine Abwechslung. Er muss ja immer an seinen Fähigkeiten arbeiten. Hoppa. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir die Cheep Cheeps, aber die brauche ich jetzt gerade nicht. Die Münzen nehme ich gerne mit. Oh, 499 Münzen. Ich glaube, sobald wir mit dieser Zone fertig sind... Oh, ich... Warte mal, kann ich den Hai nicht angreifen? Den Feuerkugeln? Können ja, aber kann ich ihn damit nicht KO'n? Naja, wie dem auch sei. Nach der Zone würde ich noch einmal in die Bank gehen und meine Münzen gegen irgendetwas eintauschen, wenn ich Erfolg haben sollte. So, was geht, Cheep Cheep? Gehst du immer nach links? Okay, mach das. Dann hole ich mir hier das, was hier drin ist. Münzen, okay. Ich denke, hier könnte man auch einfach fliegen, aber da wir nicht in der Hasi-Form sind. Ey, ey, ey. Ich habe keine Lust, mich von Cheep Cheep treffen zu lassen, obwohl mich Cheep Cheep gerade nicht angreift. Oh, ist das Baldorfisch oder was? Guck, jetzt gleich, wenn er sich einmal aufbläht. Da. Okay, oh, schön, Münzen. I like. Ah, ich habe nochmal Cheep Cheep getroffen. Ja, stimmt. Ich verplane das sehr oft, dass wenn ich zum Beispiel in der Feuerform bin, dass ich ja auch einfach mal so die Feuerbälle abschießen kann. Schadet ja nicht. Ach, verdammt. Schade, ey. Kann man diesen Hai nicht bekämpfen? Na, ehrlich gesagt will ich es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Oh, was haben wir da? Nice. So, das ist jetzt die Gelegenheit. Ich will mal den Hai angreifen. Kann man ihn echt nicht besiegen? Ich will mich jetzt einmal davon überzeugen lassen. Vielleicht muss man ihn ja des Öfteren treffen. Komm zurück, Hai. Hä? Der ist weg. Okay, was soll's. Nein, nein, nein. Okay. Ja, genau in solchen Bereichen, wenn man halt in der Feuerform ist, wäre es ratsam, die Feuerbälle zu benutzen. So, gut, dass der Hai nur nach links und nach rechts schwimmt und nicht nach unten und nach oben, sonst würden wir hier ein Problemchen haben. Oh, 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 der ist auch ziemlich schnell. Also im Gegensatz zu Mario, ja, ist aber auch logisch, ne? Die sind hier unter Wasser und das ist deren Gebiet. Oh, da sind Münzen. Ja, kommt. Warum nicht? Okay, auf die beiden Münzen verzichte ich jetzt wirklich. Nein, ich will es auch wissen. Das ist mein Problem. Ich bin so ein Sturkopf. Was soll's? Wir haben das Ziel erreicht. Die Glocke haben wir auch erreicht. So, was machen wir jetzt? Wir warten erstmal. Ich würde schon sehr gerne die Karotte erwischen. Yes, yes, yes. Das ist super. Sehr schön. Mario ist wieder in der Hasi-Form. Hasi-Mario. So, Leute. Da ist der zweite Level. Und hier befinden wir uns in einem gesunkenen U-Boot. Und hier müsste auch irgendwo der Secret Exit sein. Das bedeutet, wir werden jetzt ordentlich suchen. Oh, oh, Fischbohnen. Okay. Ja, dieses Spiel ist so nostalgisch. Auch wenn ich es selbst nicht gespielt habe, muss ich automatisch an Super Mario World denken. Ich glaube, in den LP zu Super Mario World hatte ich das auch einige Male erwähnt gehabt. Und ja, also Mario erinnert mich stark an Super Mario World. Auch seine Optik. Ey, 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 ey. Dip, dip, dip. Sehr gut. Gekonnt ausgewichen. Kappa. Okay, vor diesen Kollegen muss ich aufpassen, die bewegen sich nur einmal hin und her, aber die schwimmen nicht rum wie die Haie. Oh, geil! Ey, das ist so eine Sache, das verstehe ich in dem Spiel nicht. Willi hätte mich doch jetzt normalerweise berühren müssen, aber in Wirklichkeit habe ich ihn berührt und KO'd. Wie oft habe ich gegen die Endgegner gekämpft und ich habe sie irgendwie an der Schulter oder... irgendwo am Kopf berührt. Was ist passiert? Dip, 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 dip. Da war ein Fail. Da war ein Fail. Und ja. Da musste ich einige Level nochmal nachspielen. Oh Mann, bisher war Tatanga wirklich der schlimmste Gegner. Okay, gehen wir mal von hier.
Hey, yo, Koopa! Hä, wie komme ich... Hä? Hä? Von der anderen Seite kann ich ja... Hä? Ich muss irgendwie dahin. Soll ich mich irgendwie von den Gegnern hier treffen lassen? Ich meine, warum ist auch Koopa hier? Was bringt das? Ganz ehrlich, ich glaube, ich muss in die kleinere Form. Ich will mal unbedingt abchecken. Vielleicht ist ja hier der Secret Exit. Dab, dab, dab. Okay, da ist eine Röhre. Eine einsame Röhre. Gibt es hier irgendwas? Ja, ich meine, kann ja sein. Hier vielleicht? Nö, okay. Ja, okay, was soll's. Boah, was ist das denn? Och nö, ey, ich darf mich nicht treffen lassen oder beziehungsweise berühren lassen von diesem Ding hier. Ja Leute, ich lasse mir extra viel Zeit, weil ihr wisst ja, was für ein failhafter Let's Player ich bin. So, cool. Ganz entspannt. Okay, das ist glaube ich gut, dass wir in der kleinen Form sind. Oh, hier muss ich einfach ganz smooth durch anscheinend. Ja, wie denn sonst war. Lieber gehen, als von oben zu schwimmen. Nein, was machst du denn jetzt hier? Ey, geh weg! Oh, oh, das wird heftig jetzt. Oh, ich hoffe, Fischbone berührt mich nicht. Okay. Nein, ein Hai. Ey, was ist das? Ich glaube schon, dass hier der Secret Exit ist. Ich meine, die haben das hier richtig brutal gemacht, finde ich. Nice, da, okay, alles klar. Hui. Mann, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so viele Schwierigkeiten hatte, den Secret Exit zu erreichen. Aber okay, Leute. Wir sind erfolgreich. Ja, oh, Palmen, geil. Nice. Jetzt muss ich auf einmal an Donkey Kong denken. Ah, ich habe irgendwie voll Bock auf ein Donkey Kong Spiel. Ach ja, Leute, genau. Das LP hier, also dieses LP, müsste demnächst auch jetzt zu Ende gehen. Und ich wollte euch gerne fragen, ob ihr vielleicht Wünsche habt, dass ich gewisse Spiele LP, also das, was ich momentan anbieten kann ist oder beziehungsweise sagen kann, ist, dass ich sehr gerne Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance Spiele LPen kann und auch gerne Super Nintendo Spiele. Da der Laptop, den ich jetzt habe, momentan für solche Spiele besser geeignet ist. Was war das denn? Ja, weil die 3DS-Spiele würde ich zwar auch gerne, also zu den 3DS-Spielen würde ich jetzt auch sehr gerne LPs machen, aber ich finde mit dem Laptop, den ich jetzt habe, ist das so eine Sache. Also mit dem Laptop jetzt kann ich sehr, also einigermaßen solche Spiele, die ich jetzt zocke, spielen. Eine Sache ist mir gerade aufgefallen. Als wir eben da die Blöcke freigeschaltet haben, stand ein M dort. Und danach stand auch ein A. Und jetzt stand da eben ein R und ein I. Da müsste doch demnächst ein O kommen. Ja? Yo, geil, Münzen. Gibt es hier Blöcke? Ey, ey, ich habe nicht mehr so viel Zeit, oder was? Was denn los hier? Okay, okay. Ja, da ist das O. Nein, ich bin da reingefallen. Mario, L-A, okay, stimmt, Land, Land. Nein, oh, gut, gut. Das war schon knapp, aber ging. Oh, jetzt steht hier eine 2, geil, ey, das haben die voll geil gemacht. Ich muss gerade an Super Mario World denken. Könnt ihr euch noch daran, an das Ende erinnern? Wow. Geil. Boah, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen, das hat mich gerade voll geflasht. Ja, bei Super Mario World war das ja so in der Special-Welt, dass am Ende, wenn du den letzten Level geschafft hast, dort stand, you are a great player oder irgendwas mit dem Player, aber im positiven Sinne gemeint. Okay, jetzt müssen wir diesen Level nochmal spielen, damit wir erstmal den normalen Ausgang hier finden. Yo, Fishbone. Fishbone, gab es nicht davon früher eine Klamottenmarke? Weiß ich nicht mehr, als kleines Kind hatte ich mal
solche Klamotten getragen. Waren sie nicht von dem Laden New Yorker? Ich weiß das nicht mehr so genau, aber Fishbone sagt mir irgendwie etwas. Ach ja, genau. Auf was für ein Spiel hättet ihr Bock? Ich würde mich sehr über Vorschläge freuen. Also Mario und Pokémon Spiele, da bin ich immer dabei, Leute. Also es kommt darauf an, was für ein Spiel das ist und worum es geht. Und ja, also Mario und Pokémon Spiele sind halt Spiele, die ich sehr häufig spielen tue. Und ich würde auch sehr gerne weiterhin LPs dazu aufnehmen. Was? Und ja, worauf habt ihr Bock? Habt ihr vielleicht Bock auf ein Autorennspiel, auf ein Kampfspiel oder keine Ahnung, vielleicht ein Story-Ding? Wie ihr wollt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare, dann können wir gerne darüber diskutieren oder schreiben. Ansonsten habe ich noch hier viele Spiele, die ich eben auf jeden Fall Let's Playen kann. Nur ich wollte auch einmal nach eurer Meinung fragen. Was haben wir da? Was haben wir da? Ey, ich will da unbedingt rein. Och nö, ey, nur eine Münze. Wieder eine Münze. Okay, wo geht's jetzt lang? Oh, schon wieder diese Kollegen. Ah, okay, wir können uns ja hier einfach ducken. Oh nein, das war zu früh. Toll. Okay. Oh, cool, was ist hier? Ein Stern. Oh, ich könnte auch da einfach springen. Okay, aber vielleicht gibt es ja hier irgendwie ein Item wie eine Blume oder eine Karotte. Ich denke eher eine Blume. Hier in so einem Level eine Karotte zu bekommen. Ich meine, was soll man mit der Karotte hier in diesem Level? Nein, okay. Yo. Ganz schön viele Koopas hier, wobei ist ja auch normal. Unterwasser, Schildkröten. Cool, wir haben jetzt erst die Glocke erreicht. Okay, oh nein. Okay, gut, dass da die Glocke war. Das bedeutet, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Oh, wieder eine Röhre. Nee, schade, es gibt nichts. Welche Röhre sollen wir denn nehmen? Ich glaube, ich nehme erstmal diese Röhre, weil ich denke, da komme ich einfacher hin. Oh, nice. Pilz. Nee, aber Münzen. Oh, da ist eine Feuerblume. Wie komme ich da hin? Nice. Eine Feuerblume, die da ganz allein chillt. Ja, auch wenn da jetzt was sein sollte, die würde ja nicht, das Item würde ja nicht runterkommen. Oh Mann, was ist denn hier los, ey? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir gehen nur durch die Röhren die ganze Zeit und landen an demselben Ort. Ah. Nein, nicht springen. Jetzt, okay. Sind hier Cheep-Cheeps? Das wäre ziemlich nervig. Nervig, aber ah, das ist nervig. Ducken. So, jetzt weiter. Erst wieder aufrecht hinstellen, wenn dieses spitzige Zeug nach oben geht. So wie jetzt. Okay. Ah, okay, diese Platten. Nein, oh, ich dachte schon. Das sah eben so aus, als würde er einfach dahin gehen. Zu den scharfen Zähnen, sage ich mal. Ah, wartet mal, ich bin gerade ein wenig zu hektisch. Ganz ruhig. So, sehr gut. Nice, Leute. Die ersten beiden Level haben wir fertig. Den Geheimlevel haben wir abgeschlossen. Jetzt nehmen wir hier einmal an diesem Spiel teil. Okay, 3 Ups. Ja, was soll's. Ein anderes Item wäre natürlich besser, aber 3 Ups sind besser als kein Item. So, Leute. Ist der Wal aufgewacht? Seine Augen haben sich geöffnet. Okay, gehen wir mal in den Wal rein. Aha, stimmt. Das sah eben so aus wie die Space Zone. Sind das nicht Galgen? Oh, was ist das denn? Oh, geil, eine Karotte.
Das weiß ich, ne? Das weiß ich. Ich. Hopp, hopp. Oder nee, das sind. Wie komme ich auf Galgen? Nee, nee, wie heißt das nochmal? Och, nee, ey. Irgendwas mit G. Ja, auf manche Wörter komme ich nicht so schnell, wenn ich zum Beispiel am LPen bin und diese Wörter auch nicht so oft im Alltag gebrauche, obwohl sie ein Bestandteil unseres Körpers ist. Gaumen? War das nicht so? Gaumen? Ja, irgendwie so. Ach, Kancha, du musst mal wieder das Wörterbuch aufschlagen und einige Wörter mal wieder dir anlesen und auswendig lernen, wa? Schadet nicht, besonders nicht als jemand, der Let's Plays aufnimmt. Warte mal, kommt Cooper jetzt wieder zurück? Nein, das war so blöd. Ich wollte einfach springen, aber weil ich gedacht habe, Cooper könnte kommen. Und das Springen hat nichts gebracht, denn ich habe hier dieses scharfe Zeug berührt. Sind das Rippen vielleicht? Also Zähne sind das definitiv nicht. Oh, eine Feuerblume. Uiuiuiui, was ist das, ey? Ich meine, wenn das Säure wäre, dann würden wir doch auf jeden Fall etwas abbekommen. Ach ja, der Endgegner hier in diesem Spiel ist ein Tintenfisch. Und mal schauen, wie wir gegen ihn kämpfen werden. Oh, wir sind schon da? So schnell? Okay, Leute, da ist er. Nein, nicht auf die... Nicht die kleinen Tintenfische angreifen, das bringt nichts. Ach, sind das seine Schützlinge oder wie? Naja, wobei die Schützlinge beschützen ihn. Ey, wie brutal ist das denn? Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt in der kleinen Form gewesen und obwohl ich den Tintenfisch besiegt habe, was ist, wenn mich dieser Minifisch in der kleinen Form berührt hätte? Wäre ich dann... Hä? Hätte ich dann verloren oder wie? Ey, das finde ich gerade richtig komisch. Aber was soll's? Gut, dass wir in der großen Form waren. Yo, die sechste Münze ist am Start. Und das Tor öffnet sich. Ey, Heavy, Wario, warte ab. Warte ab, es dauert nicht mehr lang. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Cut. Und im nächsten Part gehen wir einmal in die Bank. Und danach gehen wir in das Schloss und fordern Wario zu einem Duell heraus, um unseren Schloss wieder zurückzubekommen. Okay, Leute, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao.